Du hast mit Jens auch zusammen gedreht für Vox die Auswanderer und musstest, glaube ich, ihm Karrieretipps geben oder Jens, du gehst nicht jetzt hier direkt. Ich musste nur irgendwas, glaube ich, in die Kamera sagen oder so. Boah, ich weiß nicht, ich musste zweimal schon mal was sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das erste Mal war. Da war ich, glaube ich, noch neutral, weil ich es nicht gesehen habe. Und beim zweiten Mal habe ich, glaube ich, ein bisschen gepfeffert. Gepfeffert? Ja, weil das nicht so pralle ist, was er, glaube ich, macht. Also du bist ja auch Mallorca-Künstlerin. Er versucht das ja auch zu sein. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt und wie erlebst du ihn und wie findest du ihn? Also ich habe ihn kennengelernt in Delmenhorst, war das, meine ich auch. Und da sollte ich eben nur kurz was dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, wann ich ihn nochmal gesehen habe. Also richtig kennen tue ich ihn nicht, da würde ich lügen, ja, um Gottes Willen. Aber es ist halt einfach so, ich sage immer, es gibt verschiedene Arten von Ballermann-Künstlern. Ja? Die einen, die sind einfach da, weil sie halt gerade irgendwie medial stattfinden und einfach die Person zieht. Und dann gibt es halt Leute, die wirklich jeden Tag Herzblut reinstecken, wirklich für Mallorca leben, ja? Wie jetzt ein Icky Hüftgold, ich, was weiß ich, Lorenz Büffel und so weiter. Ja? Aber bei ihm ist es einfach so, ja gut, okay, die Figur ist da, ja, dann machen wir Malle. Ja? Und das ist so, die Mucke ist jetzt auch nicht so, also ist Geschmackssache, ja, aber ich bin da auch ehrlich, ich finde die nicht so pralle, es ist halt so oldschool, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen doof, auch der letzte Song so, weiß ich nicht, ein bisschen flach irgendwie. Aber dieses Hau ab, du bist kein Alkohol. Ja, das ist so, wir machen alle Witzchen und so, aber das ist irgendwie so, boah, nee, komm, ey. Ja, gut, ist also, ich habe eine gute Meinung. Ich finde halt auch seine Sache auf der Bühne finde ich halt nicht so doll. Und letztes Jahr beim Opening, er findet im Fernsehen statt schon seit weiß nicht wie vielen Jahren, ja. Und die Leute haben ihn halt eher runtergebeten. Aber sagen wir es mal so. Nur in Deutschland, ne? Was denn? Und ja, dass jemand wie ein Jens Büchner gepusht und gefeiert wird. Also das habe ich noch nie. Nee, der, also noch nie, der wurde nicht gefeiert.